Hallo alle zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch ein neues Barbie-Spielset vor, und zwar das Barbie-Modedesignerin-Spielset mit Studio und allem drum und dran, was man zum Modedesign braucht. Vorab möchte ich noch sagen, dass meine Videos ausschließlich an ein erwachsenes Publikum gerichtet ist, somit für erwachsene Sammler, Personen ab 18 Jahren eben. Und dann kommen wir auch schon zu dem Spielset, und man kann sehen, hier ist einfach so ein Bild mit den Sachen, die es ungefähr dazu gibt. Und was ich ganz cool finde auf den ersten Blick, es ist halt kein Pla es ist keine Plastikverpackung oder nicht so ein Plastikfenster zu sehen, sondern das ist einfach nur eine Pappverpackung, was schon mal sehr positiv ist aus einem Umweltaspekt. Weniger Plastik eben. Und hier kann man halt sehen, was es alles gibt. Also man kann schon sehen, eine Puppe ist enthalten, ganz viele Accessoires, Kleidungsstücke, Schuhe. Sogar ein paar Stoffe und natürlich die Nähmaschine und. Dann wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, dass das Spielset erst für Kinder ab 3 Jahren geeignet ist, und Vorsicht ist geboten, denn das sind kleine Teile, woran sich eben Kinder unter 3 Jahren oder allgemein Kinder verschlucken könnten. Dann, ja, hier steht nur sowas drauf. Ich habe das übrigens bei Amazon gekauft, und hinten ist jetzt auch nichts Besonderes. Genau. Und ich habe hier eine Schere dabei. Dann können wir das auch gleich öffnen. Das Spielset kostet übrigens so um die 30 Euro. Ich habe das für so um die 22 Euro gekauft. Dann öffnen wir das Ganze mal. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass das so einfach zu öffnen ist. Und hier kann man schon sehen, was da alles drin ist. Ich hoffe, das geht so, dass das alles rausfliegt. Ich zeige es mal so, ein bisschen anders. Also, mit dabei ist eine Barbie-Puppe. Die finde ich sogar sehr schön. Ich finde, die hat was. Nehmen wir die auch gleich mal. Und auch ein Maßband. Und auch hier kann man sehen, eigentlich ziemlich wenig Plastikverpackung, was ich echt gut finde. Und das ist eben die Barbie-Puppe. Ja, das ist halt eben die Standard-Barbie-Puppe mit Milli-Gesicht. Ich finde, das Gesicht sieht zwar sehr verpixelt aus, aber es geht. Es ist trotzdem sehr schön. Sie hat hier noch so einen Dutt, den ich auch sehr hübsch finde. Ja. Und dann noch solche Kreolen als Ohrringe. Natürlich noch so eine Art Kleid. Schade, dass das keine separaten Teile sind. Also das T-Shirt und das Rock sind leider zusammengenäht. Aber ich denke, das kann man bestimmt irgendwie auflehnen und dann separat verwenden. Dann hat sie noch flache Füße mit so ein paar coolen, ich glaube, Vans sollen das sein, in Weiß. Dann von der Beweglichkeit hat sie die 5 Punkte an Beweglichkeit. Und zwar am Kopf, an den Schultern, an der Hüfte. Ja. Dann kommt sie noch mit so einem Maßband, das ist sogar eine Skalierung. Ich denke, das sind ist Zoll, also Inches bzw. Zoll auf Deutsch. Oder ist vielleicht doch Zentimeter, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Aber finde ich ganz cool. Schade, dass da keine Zahlen drauf sind. Dann kommt sie noch mit so einer Art Büste. Die ist hinten hohl, was ich ein bisschen schlecht finde. Wirkt ein bisschen billig. Aber dennoch an sich eine sehr schöne Büste. Dann haben wir hier noch einen Stuhl in Lila. Finde ich auch ganz schön. Aber ich persönlich fände irgendwie so Holzfarben ein bisschen schöner. Dann kommen wir hier zum Hauptstück. Und zwar eine Nähmaschine. Beziehungsweise hier ist die Nähmaschine, was ich ganz cool finde. Die könnte man eigentlich auch so lose verwenden, ohne diesen Nähtisch. Den Karton bringe ich mal weg. Also echt toll, wenig Plastik. Genau, das ist hier der Nähtisch. Hier ist so ein Bild mit Stiften, Stoffen und alles Mögliche. Hier ist sogar eine Halterung für das Garn. Dann kann man hier die Nähmaschine befestigen. Und die geht auch wieder weg. Das finde ich eigentlich ganz gut. Hier unten ist eine Ablage für alles Mögliche an Krimskrams.
Da unten ist auch so eine Pedale, um die Nähmaschine zu betätigen. Dann ja, setzt man die Puppe so hin. Dann sind hier ganz, ganz viele Accessoires, was ich schon mal voll cool finde. Schade, dass das nicht in der Papierverpackung ist, also das finde ich ein bisschen schade. Ich habe ja eine Schere, dann verwende ich die doch mal. Also hier in diesem ersten Fach ist Kleidung und Accessoires. Einmal haben wir hier so ein wunderschönes Kleid. Ich finde das Muster sehr schön. Es hat eben Hosen in rosa, rot, gelb und orange. Der Stoff geht hinten weiter, was ich sehr gut finde. Stoff fühlt sich auch gut an. Und man kann das Ganze mit Klettverschluss öffnen und schließen. Dann kommt sie noch mit dem ersten Stück Stoff, den ich auch sehr schön finde. Den kann man im Prinzip zusammenlegen und dann beispielsweise hier unten auf das Fach, ins Fach reintun. Dann hat sie hier noch so ein paar Entwürfe, auch von bekannten Barbie Fashionistas aus so einer etwas früheren Serie. Also von vor ein paar Jahren, denke ich, sind die. Dann haben wir hier einmal eine Kette in Gold, finde ich auch sehr schön. Schade, dass es nicht so chromfarbenes Gold ist. Also spiegelt, finde ich schöner. So eine schwarze Klatsch mit so einer Art Schlank oder Krokodilprint. Dann noch eine Brille in Blau mit so herzförmigen Gläsern. Das erste Stück Garn. Das können wir dann auch gleich hier oben dran machen. Natürlich klappt das nicht auf Anhieb. Hier oben. Oder man kann das natürlich auch hier reinstecken. Finde ich sehr cool, dieses interaktive Spielen. Dann kommt sie noch mit einem paar Schuhe mit Plateaus. Die finde ich auch sehr cool. Ich finde, die haben was, so ein bisschen 2000er Ästhetik. Dann das zweite Fach. Da finden sich auch wieder ganz viele Accessoires und Kleidungsstücke. Also einmal so eine coole Hose mit einem elastischen Bund. Der Stoff fühlt sich auch sehr weich an. Finde ich auch sehr schön. Dann noch so ein Stück Stoff, auch mit einem schönen Muster. Ich denke, das sind Jasmin oder Kamelienblüten. Finde ich schön. Gefällt mir auch sehr gut. Schade, dass der Stoff nicht länger ist. Dann könnte man das vielleicht irgendwie um die Puppe wickeln oder so. Dann auch hier eine rote Handtasche, auch ganz solide, hübsch. Dann noch eine Barbie-Sonnenbrille, auch klassisch, so Anthrazit, so leicht durchsichtig auch. Dann haben wir hier noch eine Pflanze, die kann man da hinten drauf reinstecken. Dann haben wir hier noch ein paar flache Schuhe, die finde ich auch sehr schön, so ein paar schöne Winterschuhe. Dann haben wir hier noch ein so ein Knäuel, wo man so Nadeln reinstecken kann. Das kann man hier übrigens auch an den Arm von der Puppe klemmen. Finde ich sehr cool. Hat was. Dann haben wir noch das zweite Garn in Gelb. Stecken wir das auch mal hier hinten hin. Ich hoffe, man sieht's. Dann haben wir hier noch eine Kette in Rosa. Auch ganz hübsch. Dann in dem dritten Fach haben wir wieder Accessoires, Kleidung und vieles mehr. Also, zum einen ein paar Sandalen in Gelb, finde ich auch sehr hübsch. Dann noch einen Oberteil, das gefällt mir auch sehr gut. Dieses gestreifte finde ich sehr basic. Also mag ich, finde so Basic-Teile kann man immer gebrauchen. Das kann man hinten mit Klettverschluss öffnen und schließen und der Stoff geht hinten auch weiter, finde ich sehr gut. Passt auch sehr gut zur Hose. Dann haben wir noch ein paar Schuhe, so ein paar Ballerinas. Finde ich auch sehr schön. Da noch ein Stück Stoff mit so einem, ich weiß nicht, wie man dieses Muster nennt. So ein bisschen matt kariert. Schwarz-weiß oder soll so ein bisschen Tweed nachempfunden sein.
Finde ich auch sehr schön. Das stopfen wir gleich da rein. Dann haben wir hier noch zwei Kleiderbügel. Und ja, die finde ich auch sehr cool. Also man kann sowohl Hosen als auch Kleider oder T-Shirts anhängen, was ich sehr gut finde. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Ich wünschte, alle Barbie-Kleiderbügel wären so. Ich fände es nämlich cooler. So, dann kann man, so vom Prinzip her. Und das finde ich cool, gefällt mir. Ich wünschte, alle Barbie-Kleiderbügel wären so. Wäre ein guter Standard, also ich finde ihn auch sehr schön. Oder klar, man kann auch hier eben ein T-Shirt dranhängen. Dann haben wir hier noch eine Schere, finde ich auch sehr cool. Die funktioniert jetzt nicht so, wie sie funktionieren sollte. Aber finde ich auch cool. Und ja, das war's scheinbar eigentlich auch. Mehr ist nicht dabei. Abgesehen von dieser Handtasche. Schauen wir mal, ob alles da ist. Ja, sieht wohl so aus. Ah, sind tatsächlich nur zwei Garn drin. Ja, so passt eigentlich alles drin. Und ja, so sieht das Ganze halt eben aus. Also ich find die Idee sehr cool. Mir gefällt auch die Farbauswahl. Ich finde es toll, dass da eine Puppe dabei ist. Klar, die könnte ruhig ein bisschen beweglicher sein. Die Kleidungsstücke gefallen mir auch sehr gut. Ich zeige euch noch, wie das Ganze eben an der Puppe getragen aussieht. Ziehen wir mal die Puppe aus. Nicht ganz nackt zeigen, sonst werde ich vielleicht gesperrt von YouTube. Deswegen mache ich das kurz hinter der Kamera. Ja, also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also ich finde, das Kleid lässt sich auch gut anziehen. Und ich habe es auch gleich. Gleich geschafft. So. Das Ganze können wir dann eben zumachen. Ich finde, es sieht doch ganz hübsch aus. Sehr süßes Kleid. Was hattet ihr denn für Schuhe an? Ich denke, die hier. Ich finde, es sieht. Doch, mir gefällt das Outfit. Also ich finde es echt cool mit diesen Schuhen. Dann noch dieser Handtasche, Klatsch. Ich glaube, die hatte die Klatsch. Ja. Und man kann hier auch natürlich noch die Sonnenbrille anziehen. Ich hoffe, das würde jetzt klappen. Manchmal klappt es nicht irgendwie so auf Anhieb. Ja, sieht echt süß aus. Und natürlich hat es hier noch die Kette mit dazu. Tolles Outfit. Dann zeige ich euch noch das zweite Outfit. Ja, man könnte zum Beispiel das Kleid, ist ja auch egal welches, beispielsweise, ich nehme jetzt mal das hier. Könnte man der Kleiderpuppe auch überstülpen. Und das finde ich halt ein bisschen kritisch. Wenn es halt nicht gar, wenn es hinten ja nicht glatt ist. Weil das Problem ist, man könnte ja die Kleidung beschädigen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Weil man möchte ja schließlich lange was von seinen Klamotten, Barbie-Klamotten haben. Beziehungsweise Barbie in dem Fall. Und ja, es geht halt einfach schwer runterzuziehen. Vor allem bei so einem engen Kleid. Und das finde ich einfach schade. Also hätte ich mir ein bisschen mehr Qualität erhofft. Und nicht nur vorne hui, hinten hui. Aber dennoch, es passt auch gut an der Kleiderpuppe. Dann kommen wir noch zum letzten Outfit. Das ist ja einmal diese rote Haremshose. Die lässt sich auch sehr gut rüberziehen. Ich frage mich halt, wo man diese Kleiderbügel eigentlich hinhängen kann. Ah, ich wusste, da war was. Und zwar schaut mal, da ist so ein, ja, so eine Art Stange und dann kann man hier die Kleiderbügel hinhängen, was ich echt cool finde, um ehrlich zu sein. Also wirklich mitgedacht. Und ja, dann kann man das Ganze hinten dran hängen. Ich finde es auch cool, dass man das so ein- und ausziehen kann.
Und ja, dann gibt es auch noch eine Halterung für die Kleider. Und jetzt noch zum letzten. Kommen wir dann gleich zum letzten Outfit. Manchmal geht es irgendwie sehr schwer mit dem Anziehen. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich denke, Kinder können dadurch ihre Feinmotorik sehr gut üben. Von daher passt es ja auch. Und ich finde das Oberteil wirklich sehr schön. Mir gefällt es. Das ist so ein bisschen schulterfrei oder off-shoulder. Ja, finde ich sehr schön. Dazu könnte man ja noch die Sonnenbrille anziehen. Finde ich echt cool. Und was könnte ich hier noch anziehen? Diese schwarzen Schuhe. Ja, und welches Accessoire? Entweder die rote Tasche oder vielleicht auch die grüne. Da ist der Kreativität freien Lauf. Ich würde das würde da reinpassen. Natürlich klappt es nicht gleich auf Anhieb. Aber so zu meinem Fazit finde ich eigentlich dieses Set echt toll. Mir gefallen die Outfits. Eigentlich alles. Ich wünschte, die Puppe hätte vielleicht einen Knick in den Beinen wenigstens oder so, weil dann könnte man ja, nicht besser posieren. Und ja, ich bin echt zufrieden. Also ich finde den Preis auch in Ordnung. 30 Euro. Ich hab das Ganze für weniger, kann sagen, für weniger gekauft. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass da eben. Also ich weiß, davor gab es mal so ein ähnliches Set mit halt weniger Accessoires. Und ich finde es halt schön, dass hier eben so viele Accessoires sind, dass man den Garn hier drauf tun, einspannen kann an die Nähmaschine. Ich finde es auch schön, dass hier holzfarben ist. Die Puppe gefällt mir. Klar, die Büste könnte ruhig hinten geschlossen sein und nicht so vorne hol, hinten hol. Dann, ich finde es toll, dass da ganz viele Accessoires sind. So ein Maßband. Also wirklich ein tolles Set. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich denke, jedes Kind freut sich damit mit dem Set. Mir ist gerade noch eingefallen, man könnte ja zum Beispiel, vielleicht kennen ein paar Leute diese Puppen Harumika. Ich fände, das wäre voll die gute Zusammenarbeit mit Harumika und Barbie, dass man halt einfach, oder keine Ahnung, vielleicht so eine Barbie, wie diese Harumika-Puppe, wo hinten eben so ein Schlitz ist und man Stoff halt einfach hinten reindrücken kann und somit eben ein Kleid so eine Art Kleid stecken kann. Und das finde ich eigentlich cool vom Prinzip. Sowas könnte man gerne mal machen. Also Harumika und Mattel oder Barbie in dem Fall. Das wäre doch mal eine gute Verkaufsidee. Ja, also finde ich echt toll, das Set. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein bisschen lang, aber ist ja auch egal. Und ich hoffe, es war sehr informativ für euch. Ich hoffe, euch gefällt auch das Set. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt dem Video gerne einen Daumen hoch und schreibt auch gerne einen Kommentar, was ihr davon hält. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ihr einschaltet. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Ciao. PS, ich wollte noch was sagen, und zwar, mir sind ein paar Ideen, mir sind ein paar Sachen eingefallen, und zwar, hier sind solche Haken, da kann man was befestigen. Und ja, was gibt's noch? Ah, genau. Das hier, den Karton, den kann man ja wieder verwenden. Also nicht vergessen, denn da kann man sein ganzes Zeug reintun, was man jetzt einfach nicht mehr braucht. Und dann ist alles schön geordnet im Kinderzimmer oder wo auch immer. Und hoffentlich geht dann auch nichts verloren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr einschaltet. Tschüss!